Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen wieder heute zu unserem Futures and Options Trading Masterclass Webinar hier bei Tickmill. Mein Name ist Martin Görsch, ich freue mich sehr, heute wieder hier sein zu können. Und es ist Donnerstag und wir haben heute mal wieder einen Donnerstag mit dem Schwerpunkt Optionsstrategien. Das hatte ich ja eigentlich schon fürs letzte Mal versprochen, aber dadurch, dass am letzten Donnerstag so viel Action an den Märkten war, haben wir uns dazu entschieden, doch lieber den Schwerpunkt auf die Analysen zu legen. Auch die werden heute nicht zu kurz kommen. Wir werden uns auf jeden Fall den Ölmarkt anschauen. Große Bewegungen da auch heute wieder. Momentan Öl um die 7% unter Wasser von gestern. Und wir werden, weil heute der Dritte ist und morgen der Aprilhandel startet, werden wir uns auch nochmal ganz genau anschauen, wie sich denn die Indizes typischerweise im April so verhalten. Okay. Ähm, so viel dazu. Ähm, bevor wir hier loslegen, wie immer den kleinen Risikohinweis: bitte aufmerksam durchlesen. Trading ist mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden. Das kann zum Totalverlust äh, des eingesetzten Kapitals führen. Bitte immer stets daran denken. Chancen auf der einen Seite bergen auch Risiken auf der anderen. Und ähm, ja, ganz wichtig: das Webinar heute hier und alles, was ich am Live-Markt zeige, alle Analysen, die wir uns hier anschauen. Und sämtliche Inhalte dienen rein den Lehr- und Lernzwecken, sind keine Anlageberatung, keine Kaufen, Verkaufen oder Haltenempfehlung für irgendwelche Finanzprodukte. So, und ähm, ja, da wir nun die Pflicht äh, erledigt haben, widmen wir uns der Kür, schauen mal kurz, was hier äh, zahlenmäßig heute noch äh, auf dem Plan steht. Wir haben hier äh, Pressekonferenz der OPEC, die war angesetzt für um 12, da weiß ich allerdings gar nicht so genau wie die Ergebnisse da abgelaufen sind oder ob die tatsächlich schon gekommen ist. Manchmal kommt die auch mit ein bisschen Verspätung. Ähm, Arbeitslosenquote in äh, Deutschland ist gleich geblieben. Arbeitslosenquote in Europa ist etwas schlechter gekommen als erwartet, nämlich genauso wie im Vormonat um 6,8 Prozent. Ähm, das ist natürlich insgesamt erstmal nicht so positiv. Wir sehen es auch hier nochmal, äh, speziell für Deutschland, die Veränderung der Arbeitslosigkeit, die um kurz vor 10 hier gemeldet worden ist. Uh, minus 18.000, minus 20.000 war da erwartet worden. Also auch das wieder etwas schlechter als erwartet. Und besonders übel sind hier schon gleich früh um 8 die Einzelhandelsumsätze gekommen. Ja, im Vergleich zum Vormonat uh, wirklich uh, unschön. 0,3% hier nur Steigerung. Und uh, das ist uh, zu vernachlässigen. Von daher scheint sich hier anzudeuten, dass zumindest die uh, Konsumlaune in Deutschland uh, so langsam bergab geht. Einkaufsmanager-Indizes in China waren auch nicht besonders gut. Die sind beide äh, unterhalb der 50 jetzt gelandet. Keine Idealsituation, ist aber auch kein großes Wunder, wenn wir uns überlegen, dass in China doch äh, flächenweise wieder ganz schön große Lockdowns am Start sind. Nach wie vor versucht China diese No-Covid-Politik zu fahren. Und sofort bei den kleinsten Ausbrüchen wird also großflächig alles abgeriegelt. Das ist natürlich was, was sich nach wie vor auf die Lieferketten auswirkt. Das ist etwas, was sich nach wie vor auf die Wirtschaftstätigkeit der Welt auswirkt. Und es ist wirklich alles andere als positiv. Und das kommt jetzt natürlich zu der ganzen Ukraine-Krise und zu der ganzen Situation, die wir ansonsten haben, mit hoher Inflation und Notenbanken, die so nach und nach die Zinsen anheben. Ja, kommt jetzt natürlich dieser Punkt hier, Corona, immer wieder mit dazu und drückt hier auf die Stimmung und drückt aufs Wirtschaftswachstum. Also es sind durchaus äh, schwierige Zeiten, mit denen wir hier im Moment zu tun haben. Was ist für heute noch besonders wichtig? Ähm, Preisindex, ja, PCE Preisindex äh, in Amerika. Das heißt, wir kriegen auch von dieser Front wieder neue Inflationsdaten. Ähm, sehen wir schon, wenn wir uns äh, den Preisindex hier, die Kernrate für Januar anschauen, dass die Erwartungen höher sind als äh, im Vormonat. Und so wird es sicherlich auch kommen. Die Inflation wird höher sein als im Vormonat. Äh, wir, wir werden sehen, wie das von den Märkten aufgenommen wird. Ähm, die die äh, Zahlen äh, zur Inflation kommen hier parallel zu den Erstanträgen äh, zu, auf die Arbeitslosenhilfe. Auch die werden etwas schlechter erwartet als im Vormonat. Sieht also danach aus, als wenn wir hier durchgehend äh, schlechte Zahlen kriegen würden äh, über den gesamten Handelstag. Und das könnte natürlich auch die Kurse hier zumindest von den Indizes erstmal weiter nach unten drücken. Wäre auch gar nicht so ungewöhnlich. Wir schauen uns aber dann mal an, was wir quasi nachher ab April zu erwarten haben. Ähm, für morgen. Haben wir hier die Einkaufsmanager-Indizes äh, für Deutschland und Europa, haben den Verbraucherpreisindex für Europa. Auch da sehen wir, na, wenn wir uns das Ganze anschauen, ich hole mal kurz ein Tool hier rein zu markieren. Und dann kann ich das ein bisschen besser. Ich sehe es auch ein bisschen klein alles. Ne? Ich werde das mal hier vergrößern. Ähm, und hier schon mal den, den Bildschirm freigeben. Dann sind wir da auch gleich vorbereitet. Äh, so jetzt kann man den kalender hier etwas größer sehen. und wenn wir uns jetzt hier mal anschauen, verbraucherpreisindex. Na, so den wollte ich haben. ja, verbraucherpreisindex für europa auf jahresbasis. dann sehen wir im februar ist hier noch gemeldet worden 5,9 inflation und es wird erwartet, dass wir jetzt hier in den bereich 6,6 gehen. Für Deutschland liegen wir inzwischen schon über 7% Inflation. Also ähm, wir sehen, ja, Inflation galoppiert weiter. Warum sollte sie auch aufhören? Ne? Wir haben gerade darüber gesprochen, wir kriegen nach wie vor ähm, diese äh, Lieferkettenengpässe aus den verschiedensten Gründen. Jetzt kommen noch ganz andere Dinge dazu, diese extrem hohen Energiepreise, die drücken natürlich auch auf alles Mögliche und die drücken unter anderem auf den Transport. Ja. Ich habe gerade äh, gestern, glaube ich, war es eine ganz interessante Dokumentation gesehen über Speditionsbetriebe. Und äh, da ist also gezeigt worden, dass auch in Deutschland die Speditionsbetriebe sich sehr, sehr schwer tun mit diesen extrem hohen Benzinpreisen momentan. Äh, die Kostenseite, die explodiert da förmlich. Und ähm, da sind also einige bei, die äh, Gefahr laufen, unter Umständen Lkw aus der Flotte verkaufen zu müssen um irgendwie überhaupt die kosten decken zu können und auch das führt natürlich dazu zum einen ja preiserhöhungen im transport gar keine frage die preiserhöhungen im transport die werden dann äh, umgeschlagen auf äh, preiserhöhungen äh, in den produkten ja irgendwer muss das ganze ja bezahlen dadurch steigt die inflation auch weiter an und zusätzlich ist es so dass wahrscheinlich äh, die, das angebot äh, an, an äh, möglichkeiten an liefermöglichkeiten weiter abnimmt. Ähm, auch das wird dazu führen, dass, dass wir eben weiter diese Versorgungsengpässe haben. Ähm, das wird dazu führen, dass die Arbeitslosigkeit so nach und nach sich vielleicht dann auch erhöht. Das ist ein Punkt, den die, die Fed zum Beispiel im Moment noch gar nicht auf der Uhr hat. Die sind nach wie vor der Meinung, ähm, dass sie ihre Politik durchziehen könnten, ohne dass es eine große Auswirkung auf den Arbeitsmarkt hat ich befürchte, wenn das Ganze in der Entwicklung so weiterläuft wie bisher, dann wird das sicherlich nicht der Fall sein, dass das irgendwo ähm, ja, sich äh, abschwächt und ähm, keinen Einfluss auf die Arbeitslosenquote nimmt. Also das wird auf jeden Fall auch nochmal wichtig, hier der Verbraucherpreisindex, der morgen um 11 kommt für Europa. Und dann haben wir natürlich um 14.30 Uhr, wie jeden ersten Freitag im Monat, und morgen ist ja der erste, vierte wie jeden ersten Freitag im Monat die Non-Farm Payrolls ähm, werden. Äh, schlechter erwartet als beim letzten Mal. Also weniger neu geschaffene Stellen. Ähm, 490.000 wäre aber immer noch relativ gut. Bin ich ja mal gespannt, ob wir diese Zahlen da auch kriegen. Arbeitslosenquote sollte weiter abnehmen. Ähm, ja, bin ich auch so ein bisschen zwiegespalten, bin ich mir noch gar nicht so sicher, ob das so laufen wird. Und dann kriegen wir hier noch die Einkaufsmanager-Indizes aus den USA. Also auch morgen wieder jede Menge wichtige Wirtschaftsdaten, die uns hier erwarten. Okay, dann würde ich sagen, bevor wir einen ausführlicheren Blick werfen auf die Indizes und auf Öl, gehen wir mal unseren Optionspart hier durch für heute. Und ich habe hier jetzt eine Strategie rausgesucht, die sich für eine ganz bestimmte Marktsituation im Prinzip nur eignet. Das ist das Schöne an diesen ganzen Optionsstrategien, wenn man sich da einen schönen Basiskorb oder einen schönen Werkzeugkorb mit diesen ganzen Strategien anlegt und so ein bisschen Bescheid weiß, für, für welche Marktsituation, welche Strategie geeignet ist, dann hat man im Prinzip für jede Erwartungshaltung irgendwo das richtige Werkzeug im Werkzeugkoffer. Und kann das dann entsprechend rausholen, wenn es nötig ist. Wir haben schon einiges uns an Strategien hier angeschaut. Die Strategie-Sessions hier, die haben im Oktober 2021 angefangen. Da haben wir uns also Short Puts angeschaut und dann den Bull Put spread dann Short Calls und dann Bear Call Spreads den Iron Condor im Januar dieses Jahres, den Long Straddle im Februar und jetzt im März. Schauen wir uns folglich dann den Short Straddle an. Und den Short Straddle, den brauchen wir für Phasen, in denen die Märkte seitwärts laufen. Und wir haben uns das relativ lange angeschaut hier im Russell 2000. Hatten wir immer wieder hier in unseren Analyse-Sessions eigentlich über das gesamte letzte Jahr festgestellt, dass dieser Markt sich in einem deutlichen... Seitwärts Schiebemarkt in einer deutlichen Schiebezone bewegt, die auch relativ gut begrenzbar war. Zum einen auf der Unterseite hier bei 2100 Punkten und auf der Oberseite, da waren wir hier so bei 2350 ungefähr. Wir sehen, wir sind ein paar Tage kurzfristig mal nach oben rausgeschossen. Da sah das Ganze extrem positiv aus, hat dann auch hier im Prinzip so eine kleine Bull Flag ausgebildet. Aber wir haben hier keinen wirklichen Ausbruch nach oben gekriegt, sondern der Markt ist relativ schnell wieder in diese Range reingefallen. Ähm, hat sich dann auch hier im, im unteren Bereich wieder stabilisiert, ist wieder so oben an den Widerstandsbereich herangelaufen und dann erst wirklich nachhaltig nach unten ausgebrochen. Aber seit der Kurs nach unten ausgebrochen ist, laufen wir hier im Prinzip schon wieder in einer Seitwärtsrange. Ja, die ist auch wieder ganz gut begrenzt auf der Ober- und der Unterseite. Und genau für solche Marktphasen, also langfristige Seitwärtsphasen oder so äh, Situationen, in denen die Märkte eben in einer Schiebezone sich bewegen, die ganz gut abzugrenzen ist, genau für solche Situationen bietet sich dann eben die Strategie Short Straddle an. Und die will ich jetzt mal ein bisschen erklären. Ähm, das wird relativ schnell gehen, so kompliziert ist das nämlich alles gar nicht. Ich weiß, dass äh, viele Angst haben vor diesen... Ähm, ja, etwas komplexeren ähm, Optionsstrategien. Man muss natürlich erstmal verstehen, wie eine Option funktioniert und sollte auch ganz genau wissen, was es bedeutet, eine Option long zu sein oder eine Option short zu sein. Auch den Unterschied zwischen äh, Call und Put äh, sehr gut kennen. Aber das sind halt alles Dinge, die wir hier in den ersten Videos schon abgefrühstückt haben. Und wenn es äh, euch gerade nicht aufgeschrieben habt, dann könnt ihr ähm, auf dem äh, YouTube-Kanal von Tickmill Deutsch auch euch die aufzeichnung von heute dann nochmal anschauen und dann könnt ihr noch mal einen blick werfen auf diesen kalender und dann seht ihr zu welchen terminen im youtube-kanal die einzelnen kapitel im prinzip hier zu den optionen veröffentlicht worden sind und könnt euch die von ganz, von anfang an in ruhe nochmal anschauen. Also jetzt haben wir schon gesagt, schon so ein Short Straddle, der setzt auf eine Seitwärtsbewegung, der wird also typische, typischerweise von einem Trader dann verwendet, wenn man davon ausgeht, dass sich ein Basiswert jetzt nicht besonders stark bewegt. Wir haben beim letzten Mal genau das Gegenteil zu dieser Strategie besprochen, nämlich den Long Straddle. Und der Long Straddle ist eben genau für die umgekehrte Situation, für eine Situation, in der wir auf einmal hohe Volatilität erwarten, wo wir erwarten, dass die Märkte sich auf einmal deutlich stärker bewegen. Da arbeiten wir mit Long Straddles. Die, da spielt dann nämlich auch die Richtung keine Rolle, sondern es geht nur darum, dass es eine starke Kursbewegung gibt, um Geld zu verdienen. Und ähm, der Short Straddle setzt eben genau auf das Gegenteil, nämlich auf die Erwartung eines recht ruhigen Marktes, der sich kaum bewegt. Wie der Name Short Straddle schon sagt, werden die Optionen hier verkauft. Und dadurch, dass die ähm, Optionen verkauft werden, haben wir hier also eine Einnahmestrategie. Ja, es wird, wird also nicht ähm, ein Debit bezahlt, wie bei einem Long Call oder einem Long Put, wo wir dafür bezahlen, dass wir eben ähm, ja, quasi unbegrenzt an der Kursbewegung partizipieren können, sondern wir bekommen hier die Prämien gut geschrieben. Und zwar für einen Short Call mit einem bestimmten Strike-Preis und gleichzeitig einem Short-Put mit demselben Strike-Preis. Das ist erstmal wichtig. Also bei einem Straddle wird der Call und wird jeweils ein Call und ein Put verkauft äh, zum selben Strike-Preis. Beide äh, haben die gleiche Laufzeit. Das heißt, wir, wir gehen einfach in die Optionskette, äh, schauen auf den Strike-Preis, den wir haben wollen und ähm, gehen einen Put-Short also Put und einen Call-Short. Normalerweise sucht man diese Strike-Preise dann direkt am Geld, also man, man wählt den Strike-Preis, der am dichtesten am aktuellen Kurs ist und das ist auch im Prinzip das Einzige, was hier für einen Short-Straddle wirklich so richtig Sinn macht. Man kann sich dann nochmal überlegen, ob man eher erwartet, dass der Kurs steigt oder eher erwartet, dass der Kurs fällt. Ja, wenn man sich jetzt zwischen zwei Strike Preisen irgendwo befindet, kann man dann die Entscheidung treffen: nimmt man den oben drüber über dem aktuellen Kurs oder nimmt man den unter dem aktuellen Kurs. Wenn wir uns gleich an einem Beispiel auch noch mal anschauen, dann wird das alles noch ein bisschen deutlicher, denke ich. So, haben wir jetzt schon gesagt, für beide Optionen wird im Prinzip eine Prämie eingenommen und ähm, daran äh, erkennt man als gewiefter Optionshändler auch direkt schon, ähm, wo der maximale Profit liegt für diese Strategie das gucken wir uns aber gleich auch noch mal an. So, so sieht äh, im Prinzip das Gewinn- und Verlustdiagramm äh, aus von einem Short Straddle. Wir sehen also zum Strike Preis zu unserem ausgewählten Strike Preis, wenn äh, der Basiswert zum Verfallstermin genau am Strike Preis liegt, dann äh, erzielen wir den maximalen Gewinn. Wir haben zwei Break-Even Punkte, einen nach unten, einen äh, nach oben in der Kursentwicklung. Ähm, in dem gesamten Bereich dazwischen, zwischen diesen beiden Break-Even-Preisen, erzielt der Trader einen Gewinn. Sollte der Kurs unter den, äh, unter den unteren Break-Even oder über den oberen Break-Even-Punkt äh, sich bewegen, dann fällt ein Verlust an. So, und da der gewiefte Optionshändler weiß natürlich jetzt auch schon auf der Unterseite, also für die fallenden Kurse, ist der Verlust begrenzt? Ja, nämlich kann unsere Aktie hier oder unser Basiswert maximal auf 0 laufen und damit ist dann der Maximalverlust erreicht. Auf der Long-Seite allerdings sind die Verluste hier komplett unbegrenzt. Ja. Man kann dieses Diagramm hier beliebig weit fortsetzen. Und das hängt einfach damit zusammen, dass der Preis des Basiswertes ähm, unbegrenzt steigen kann. Ja, fallen kann er quasi nur bis zur Null äh, steigen kann er unbegrenzt ja, und ähm, daraus ergibt sich dann eben sofort auch schon der maximal mögliche Verlust das schauen wir uns gleich auch noch mal genauer an also jetzt haben wir gesagt ein Short Straddle profitiert ganz klar von der Seitwärtsbewegung eines Basiswertes ähm, wenn man sich mit Optionen schon mal ein bisschen beschäftigt hat, wird man das vielleicht auch schon wissen. Ein Short-Straddle profitiert von fallender impliziter Volatilität. Wer nicht weiß, was die implizite Volatilität ist, bitte nochmal auf diese Liste schauen und sich den, äh, das entsprechende Kapitel im YouTube-Kanal raussuchen. Implizite Volatilität ist einer der Punkte, die ich recht ausführlich erklärt habe. Ähm, gibt im Prinzip an, wie hoch... Die angenommene Schwankungsbreite ist, die im Optionspreis mit berücksichtigt ist. Und jetzt ist es so, dass eine steigende Volatilität sich ähm, in, in der Art und Weise auf einen Optionspreis auswirkt, dass auch der Optionspreis dann steigt. Das heißt, bei hoher Wohler sind Optionen teurer, bei geringer Wohler sind Optionen günstiger. Wir nehmen jetzt eine Prämie ein. Das heißt, wir wollen, dass der Wert dieser Option nach Möglichkeit komplett verfällt. Wenn jetzt also ähm, die Volatilität abnimmt, dann verliert der Optionspreis an Wert. Das heißt, die Prämie fällt und damit ähm, generieren wir, die wir ja eine Prämie eingenommen haben, dann unseren Gewinn, weil wir die Position zu einem günstigeren Preis dann glattstellen könnten. Und deswegen profitierten short straddle von fallender Volatilität ja so Prämien werden eingenommen das haben wir schon gesagt und der nächste Punkt der positiv für, für einen Trader ist der in einem short straddle drin ist dass wir ähm, einen äh, zeitwertverlust haben der für den Trader arbeitet also ähm, je mehr Zeit verstreicht in dieser Position umso mehr verliert die Option an Wert. Ja, und, und als Optionsverkäufer wollen wir, dass diese Option an Wert verliert. Deswegen ist es für uns positiv, mit jedem Tag, der verstreicht, verlieren beide Optionen, die wir verkauft haben, äh, nach und nach an Wert. So, jetzt gibt es so ein paar Dinge, auf die sollte man achten oder die kann man äh, sich vielleicht mal aneignen. Ganz logisch ist eigentlich schon, wir haben eine Strategie für einen Seitwärtsmarkt und daraus ergibt sich schon mal selbstverständlich, dass der Basiswert äh, idealerweise nicht in einem stabilen Trend laufen sollte, sondern natürlich in einem Seitwärtsmarkt. Ja. Es ist ideal, wenn die implizite Wohler hoch ist, zum Beispiel nach einem wichtigen Ereignis wie Earnings oder so. Ja. Ähm, jetzt im Moment haben wir prinzipiell für ein Straddle eine etwas ungünstigere Ausgangslage. Ja, wenn wir uns den Gesamtmarkt mal anschauen, den SP 500 oder die anderen Indizes, dann sehen wir, dass wir die letzten 10, 11, 12 Tage relativ kräftig gestiegen sind in einem steigenden Marktumfeld, fällt typischerweise die Volatilität ab. Man sieht das immer ganz gut am WIX. Ja, der misst ja die Volatilität des SP 500. Und da ist es immer das Gleiche in einem steigenden Markt geht der Wix nach unten, in einem fallenden Marktumfeld steigt der Wix an. Das heißt, die wohl implizite Volatilität steigt an, wenn die Kurse fallen. Na, jetzt haben wir ja in den meisten Aktien über die letzten Tage steigende Kurse gesehen. Das bedeutet vollautomatisch, dass die Volatilität, die implizite Volatilität über diese Tage eher runterkommt. Das heißt, jetzt im Moment ist nicht unbedingt die Idealphase, um ein Straddle aufzubauen. Ich habe trotzdem ein schönes Beispiel mitgebracht, was sehr eindrucksvoll zeigt, wofür diese Strategie und für welche Situationen die sehr gut geeignet ist. Die Laufzeit sollte unter 60 Tage gewählt werden für die Optionen. Laufzeit, also Zeitwertverlust bei Optionen, haben wir uns hier auch schon recht genau angeschaut. Und da ist wichtig zu wissen, dass der größte Zeitwertverlust in den letzten 60 Tagen kommt. Und je dichter wir an den Verfall rankommen, umso höher wird der Zeitwertverlust. Ja, und der stärkste Verlust oder überhaupt so der, der nennenswerte Verlust, der beginnt so ab 60 Tage vor Laufzeitende. Ein kleiner Tipp noch: Es macht durchaus Sinn, in einem Short-Straddle schon relativ früh aufgelaufene Gewinne mitzunehmen. Das heißt, wenn wir einen, einen Straddle aufbauen, und können auf diesen Short Straddle jetzt vielleicht 500 Dollar Prämie einnehmen und die, der Rückkaufwert, der liegt dann vielleicht nach zwei, drei Tagen, vier Tagen nur noch bei 400 Dollar. Dann macht das absolut Sinn, diese 100 Dollar mitzunehmen, die Position zu schließen und dann gegebenenfalls einen neuen Straddle aufzubauen der dann eben auch wieder direkt am aktuellen Kurs liegt, weil das gibt uns immer die Möglichkeit, größere Schwankungen dann auch noch ganz gut aushalten zu können. Also es ist immer ideal, wenn wir einen offenen Short Straddle haben, der so dicht wie es geht gerade am Geld liegt, ja, wo also die Strike Preise der Optionen quasi genau auf dem aktuellen Aktienkurs liegen. Ja, und wenn man dann so zwei, drei, vier Tage später schon ein bisschen Gewinn da drauf hat, dann nimmt man gerne diesen Gewinn mit, öffnet eine neue Position und passt eben äh, dann den äh, Strikepreis auch wieder entsprechend an. Also Short Straddle ist nicht unbedingt dafür geeignet, den wirklich bis zum Ende der Laufzeit zu halten und dann auch im nach vielleicht den maximalen Gewinn mitzunehmen. Das werden wir uns gleich auch noch mal angucken, wie klein eigentlich dieser Bereich ist, in dem der maximale Gewinn überhaupt anfällt. Also die Wahrscheinlichkeit, mit einem Short Straddle den maximal möglichen Gewinn zu erreichen, die ist fast null. Ja. So, das, was uns als Trader aber eben ja immer besonders interessiert, ist äh, der maximale Verlust. Haben wir gerade schon kurz drüber gesprochen? Ja, der Maximalverlust ist theoretisch unbegrenzt. Ja, auf, auf der Seite der steigenden Kurse, weil die eben unbegrenzt steigen können. Ja? Eine Aktie, die bei 100 Dollar steht, was spricht dagegen, dass die in drei Wochen bei 250 Dollar steht? Ja? Also, äh, Maximalverlust unbegrenzt. Das sollte man auf jeden Fall in seinem Trade Management berücksichtigen. Ja, und Da gibt es dann verschiedene Exit-Strategien. Ähm, ich sag mal bei einem Short Straddle, ich glaube, ich würde immer aussteigen. Spätestens dann, wenn äh, der Straddle das Doppelte vom maximal möglichen Gewinn im Minus ist. Ja, irgendwo muss man seine Verluste begrenzen, ähm, besonders bei, bei Trades, die eben... Ähm, ein, ein unbegrenztes Verlustpotenzial liefern können. Da gibt es noch andere Techniken, die werden wir uns äh, in, einem, in einer späteren Session auch noch anschauen. Aber die einfachste Variante ist erstmal, wenn ein bestimmtes Verlustfeld überschritten ist, dann einfach die Position zu schließen, den Verlust hinzunehmen äh, und den nächsten Trade in einem anderen Wert aufzubauen. So, Gewinnschwelle. Haben wir gesagt, wir haben zwei Gewinnschwellen, also zwei Break-Even-Punkte. Ähm, ich habe es hier einmal in Textform gefasst. Ein Short Straddle generiert einen Gewinn, wenn der Kurs des Basiswertes beim Verfall kleiner ist als der Strikepreis des Long Call plus die erhaltene Gesamtprämie. Das ist die Variante 1. Oder wenn der Kurs des Basiswertes größer ist als der Strikepreis des Short Put minus erhaltene Gesamtprämie. Ja, der Strikepreis des Long Call und der Strikepreis des Short Put, äh, Long Call steht hier. Das ist natürlich ein Fehler. Äh, das werde ich gleich mal schnell korrigieren hier. Ähm, wo sind wir? Hier, das ist natürlich ein Short Call, versteht sich. So. So, ja, jetzt stimmt es. Also, ähm, der strike des Short Call und der strike des Short Put sind natürlich identisch. Und ähm, wenn wir da die erhaltene Prämie auf den Short Call also auf den strike des Short Call oben drauf rechnen, dann erhalten wir die Gewinnschwelle 1. Wenn wir die erhaltene Prämie äh, vom ähm, strike abziehen, dann erhalten wir die Gewinnschwelle 2. Ja, also das ist einmal wichtig fürs Verständnis. Im Prinzip ist das hier das Gleiche. Ja, der Strike-Preis des Short-Call ist äh, das Gleiche wie der Strike-Preis des Short-Puts. Die liegen auf dem gleichen Niveau. Und jetzt haben wir also einmal einen Strike-Preis, mit dem wir arbeiten. Wir haben eine Prämie, die wir für beide Optionen kombiniert einnehmen. Das ist die Gesamtprämie. Und diese Prämie, die wird einmal auf den Strike-Preis draufgerechnet und einmal vom Strike-Preis abgezogen. Zeige ich auch gleich nochmal auf dem Bild. Dann ist es ganz logisch. Ja? Aber wichtig, erstmal einmal zu verstehen, wie man grundsätzlich hier ähm, die Break-Even-Punkte berechnet. Der maximale Gewinn ja, ist logischerweise begrenzt auf die Gesamtprämie ähm, und die wird nur dann erzielt, wenn der Basiswert beim Verfallstermin punktgenau am Strike-Preis der Option liegt. Ja, wenn wir also eine eine Option äh, wählen mit, mit, bei, mit einem Strikepreis von 50 Dollar für eine bestimmte Aktie mit einer Laufzeit von 50 Tagen, dann muss diese Aktie in 50 Tagen genau bei 50 Dollar stehen, damit der Maximalgewinn erzielt wird. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist quasi gleich Null. Und schon alleine deswegen macht es durchaus äh, sehr viel Sinn, bei diesen Short Straddles vorzeitig Gewinne mitzunehmen und das Ganze dann eben neu aufzubauen. Liegt der Kurs des Basiswertes nicht genau am Strike-Preis, dann wird bis zu den Break-Even-Punkten ein entsprechender Teilgewinn erzielt. Ja, das gucken wir uns auch gleich nochmal auf dem Chart an, wie das Ganze dann aussieht. Und damit der Maximalgewinn ist festgelegt über die Prämie des Short-Call plus die Prämie des Short-Put. Und dann haben wir den maximal möglichen Gewinn. Das ist im Prinzip alles. Vielmehr ist es überhaupt nicht, was man verstehen muss, um irgendwo einen Short-Straddle aufzubauen. Und jetzt schauen wir uns ein Beispiel an. Und zwar gibt es eine Aktie, die gerade relativ sauber seitwärts läuft. Das ist die Macy's-Aktie. Da gucken wir auch gleich auf den Chart. Die hat gestern zum Schlusskurs bei 25,57 Dollar notiert. Wir bekommen am 18.05. bei Macy's Quartalszahlen. Das heißt, wir müssen äh, vor dem 18.05. raus. Und zwar am besten schon drei, vier, fünf, sechs Tage vorher. Denn vor den Quartalszahlen steigt typischerweise die implizite Volatilität. Die implizite Volatilität ähm, ist positiv für unseren Straddle, wenn sie fällt und ist negativ wenn sie steigt. Und deswegen wollen wir zu einer Phase, wo wir damit rechnen können, dass die implizite Wohler steigt, schon vorher aus der Position aussteigen. Ja, wir haben aber den, den großen Vorteil, eben wir müssen diese Option nicht halten bis zur Fälligkeit. Das heißt, wir können jederzeit äh, unsere Position schließen. Und das, was ich hier jetzt rausgesucht habe als Beispiel, das ist dann äh, ein Straddle mit einer Laufzeit von 50 Tagen. Der würde prinzipiell laufen bis zum 20. Mai. Das wollen wir aber, wie gesagt, gar nicht. Wir wollen allerspätestens so Richtung 10. Mai sowieso raus und idealerweise hatten wir ja schon gesagt, nach ein paar Tagen, ja, wenn wir so 20%, 25% der maximalen Prämie schon einstecken können, dann würden wir die Position schon schließen und dann vielleicht wegen der Earnings nicht nochmal was Neues aufbauen. Da schaut man dann lieber nach Werten die schon Quartalszahlen gebracht haben. Aber es ist jetzt gerade eben, wie gesagt, ein bisschen ungünstig. Zum einen sind wir gerade in dieser steigenden Marktphase über die letzten knapp zwei Wochen und zum anderen ist gerade Beginn Berichtssaison. Und da haben wir natürlich viele Werte, die innerhalb der nächsten 40, 50 Tage ihre Quartalsberichte veröffentlichen. Und da ist dann sowas typischerweise ein bisschen ungünstig. Aber das ist kein schlechtes Beispiel hier. Wir schauen uns also einmal an. Für die Macy's Aktie. Ich habe jetzt einfach mal einen Strike-Preis genommen bei 25. Und da schauen wir uns einmal an, was die, die Short-Seite hier bringt momentan. Also am, am Freitagabend, ja, wenn man hier einen äh, Short-Call Short genommen hätte, dann hätte man für den Verkauf des Calls hier 2,39 Dollar bekommen, für den Verkauf des Puts 1,96 Dollar. Fürs normale Trading, also für den Trading-Vorgang, würde ich immer anfangen quasi mit den Mittelwerten. Ich würde jetzt nicht unbedingt für 2,39 und für 1,96 die Dinger verkaufen, sondern ich würde versuchen, den Put vielleicht für 2 Dollar zu verkaufen ähm, und den Call vielleicht für 2,50, 2,52 Dollar. Ja, also irgendwo den Mittelwert ähm, von, zwischen Bid und Ask. Na, das, da liegt man häufig ganz gut mit bei liquiden Werten. Und dann kann man langsam anfangen, die Limite nach unten zu verschieben, wenn man nicht direkt reinkommt. Ja, aber typischerweise kriegt man eigentlich ein bisschen mehr als diese 2,39 und diese 1,96. Ich habe jetzt aber trotzdem mal nur mit diesen Werten gerechnet. Also, wir nehmen einen Short Call, 20. Mai 2022, 25er Basispreis zu 2,39 Dollar. Und wir bauen einen Short Put auf. Gleiche Laufzeit, gleicher Strike-Preis zu 1,96 Dollar. Jetzt wissen wir ja, wir haben bei Aktien hier einen Multiplikator von 100 drauf. Das bedeutet für uns, wir kriegen für den Verkauf des 25er Call 239 Dollar und für den Verkauf des 25er Put 196 Dollar. Macht eine Gesamtprämie von 435 Dollar, die wir einnehmen, wenn wir jeweils einen Call und einen Put verkaufen. Okay, also das die, die Grafik dazu. Das ist der Chart. Also wir haben einmal äh, relativ gut, glaube ich, erkennbar diese äh, Seitwärtsrange. Das ist die Seitwärtsrange. Da laufen wir im Prinzip seit Dezember letzten Jahres drin. Das heißt, inzwischen sind das vier Monate Seitwärtsrange hier und die ist sehr eng begrenzt. Ja, wir haben eine ziemlich saubere Begrenzung auf der Oberseite. Und wir haben eine ziemlich saubere Begrenzung auf der Unterseite. Die ist ja mal einen Tag unterschritten worden. Und deswegen habe ich die jetzt hier einfach mal noch mit reingenommen in diese Seitwärts-Range. Aber man könnte das Ganze auch hier schon bis 22,50 Dollar begrenzen. Dann würde man noch ein bisschen mehr an, an Prämie kriegen. Okay, also wir nehmen hier jetzt den 25er Basispreis und haben gesagt, wir nehmen. 4 Dollar 435 Dollar ein. Für diesen Trade ist unser Maximalverlust ja ganz klar unbegrenzt, wie bei jedem Short Strangle. Unser maximaler Gewinn ähm, be ähm, ja, wird, wird begrenzt von der eingenommenen Prämie und die eingenommene Prämie haben wir gerade gerechnet sind 435 Dollar. Jetzt müssen wir einmal schauen, wie wir die Break-Even-Punkte errechnen. Also um, Break-even Punkt 1 ist der obere. Haben wir gesagt, wir nehmen den Strike-Preis des Short Calls plus der erhaltenen Gesamtprämie, ist also 25 Dollar, ist der Strike-Preis der Aktie, plus 4,35 Dollar Prämie, macht 29,35 Dollar als obere Begrenzung, also als obere Gewinnschwelle. Die untere Gewinnschwelle, auch wieder ganz einfach gerechnet, Strike-Preis des Short Put ist der gleiche, 25 Dollar nicht plus, sondern minus der erhaltenen Prämie von 4,35 liegen wir bei 20,65 Dollar. Wir haben also jetzt eine Range zwischen 20,65 Dollar und 29,35 Dollar, wo der Kurs sich hin und her bewegen kann. Und wenn der in 50 Tagen irgendwo innerhalb dieser Kursspanne schließt, dann haben wir definitiv einen Gewinn gemacht. Je größer der, der ähm, der Abschlusspreis, also je, je, je dichter der, der Preis beim Verfall an die 25 Dollar rankommt, umso größer ist unser Gewinn. Ja. Das bedeutet am Ende aber nichts anderes. Wir haben jetzt hier eine, eine Strategie, die uns definitiv einen Profit generiert, wenn die Aktie weniger als 14,8 Prozent steigt in den nächsten 50 Tagen, oder weniger. Als 19,25% fällt innerhalb der nächsten 50 Tage. Wir haben also einen sehr, sehr großen Risikopuffer hier von fast 15% nach oben und fast 20% nach unten. Ja, und ähm, das ist eben der große Vorteil von so einer ähm, Short-Straddle-Strategie, dass wir eine relativ breite Range haben, in der wir trotzdem profitabel sind. Und jetzt habe ich diese beiden Break-Even-Level hier einfach mal eingezeichnet und dann äh, seht ihr, glaube ich, dass man, wenn man die richtigen Werte dafür raussucht, also die richtigen Basiswerte sich sucht und eine vernünftige Laufzeit hat, wir haben ja gesagt, wir würden definitiv irgendwann Richtung Anfang Mai spätestens da raus wollen, damit eben nicht die erhöhte implizite Wohler vor den Earnings hier greift. Da haben wir also einen recht breiten Korridor, in dem die Aktie sich bewegen kann, ohne dass wir uns hier große Sorgen machen müssen. Ja. Also mit der äh, oberen Grenze 29,35. Liegen wir deutlich über den hochstair Range mit der unteren Grenze bei 2065 liegen wir deutlich unter den tiefstair Range. Ja, und jetzt sehen wir, ähm, die, wahrscheinlich wird die Aktie heute ein bisschen tiefer aufmachen. Der Gesamtmarkt ist ein bisschen unter Wasser heute. Ähm, und von daher werden wir relativ nah Richtung 25 Dollar aufmachen. Und da sehen wir dann auch von der Indikatorenseite hier. Ne? Trend ist äh, relativ schmal, schwach, ja, also kein großes Momentum in irgendeine Richtung. Wir haben den 50er gleitenden Durchschnitt, wir haben den 200er gleitenden Durchschnitt. Ne? Und das ist so ein typischer Bereich, in dem dann so eine Aktie relativ gerne mal pendelt. Ne? Ähm, ja, und das ist im Prinzip das, was wir, was wir hier machen mit einem Short Straddle. Ja, jetzt habe ich hier nochmal das Gewinn-Verlust-Diagramm äh, vom, vom Anfang einmal für unser Trade-Beispiel umgearbeitet. Wir haben also in diesem Trade-Beispiel mit einem Basispreis von 25 Dollar äh, auf der Macy's Aktie hier einen maximal möglichen Gewinn von 435 Dollar. Und solange der Kurs zwischen 2065 und 2935 steht am Ende der Laufzeit, solange machen wir definitiv einen Gewinn. Ja, jetzt können wir aber sehen, wenn die ähm, jetzt ungefähr bei 25 Dollar bleibt, über die nächsten 7, 8, 9, 10 Tage, äh, die Volatilität entsprechend weiter abnimmt, weil der Markt in einer engen Range seitwärts läuft, der Zeitwert abnimmt, die Wahrscheinlichkeit abnimmt, dass wir bis zum Ende der Laufzeit ähm, über, oder unter diesen Wert gehen, ähm, werden wir sehen, dass die, die Prämie immer mehr abnimmt. Und wir dann halt die Möglichkeit haben, nach ein paar Tagen schon äh, mit einem vernünftigen Gewinn diese Position dann glatt zu stellen und damit eben dann auch komplett wieder aus dem Risiko zu sein. Ja, also so ungefähr arbeitet man mit äh, Short Puts. So, dann werfen wir jetzt noch einen Blick auf die Märkte. Und zwar schauen wir uns einmal kurz nur den äh, typischen saisonalen Verlauf der Indizes äh, für den April an. Das ist dieser hier. Und was da vielleicht sofort auffällt, ist, dass wir typischerweise in allen Indizes über den gesamten April steigen. Also wir haben hier einen sehr, sehr starken Handelsmonat. Und es ist auch tatsächlich zumindest für den SP 500 und ich glaube auch für den Dow der beste Handelsmonat des Jahres im Durchschnitt. Der April. Ja, der April ist im Durchschnitt der beste Handelsmonat des Jahres. Da kriegen wir die deutlichsten Kursbewegungen. Was über die letzten Jahre sich so ein bisschen rauskristallisiert hat, ist, dass die erste Aprilhälfte äh, deutlich stärker ist als die zweite. Ähm, von daher sollten wir damit rechnen, dass wir vielleicht ab morgen, wenn nicht irgendwelche externen Stressoren damit reinkommen, ähm, unter Umständen eine Fortsetzung der Rallye der letzten Tage sehen könnten. Ja, Im Moment pausieren wir ja so ein bisschen. Wir haben jetzt quasi den zweiten Seitwärtstag in den Indizes bisher. Gucken wir auch gleich nochmal äh, auf den Chart. Aber typischerweise ähm, sieht das Ganze so aus. Ich hole mal kurz den SP 500 hier rein. So. Ja, hier haben wir den äh, SP 500. Äh, ich gehe mal in den Tageschart. Dann vergrößern wir uns das Ganze mal. So, wir sehen also hier die starke Rallye seit 15. März, sind also hier deutlich angestiegen, haben dann hier eine kleine Bullflag generiert, sind dann aus der Bullflag nach oben ausgebrochen und haben die nächste Momentumbewegung hier herangesetzt. Jetzt haben wir ein starkes Widerstandslevel, das lag hier ziemlich genau in diesem Bereich und jetzt im Moment sind wir in einer Situation. Ja, wo der Markt nach dem starken Ausbruch hier jetzt zum zweiten Mal dieses ehemalige Widerstandslevel testet, was jetzt, wenn wir uns das hier mal verändern, ein Support-Level ist. Ja, dass dieses Widerstandslevel, das ist mit dem Durchlaufen und dem Closing-Kurs hier oben drüber in einer sogenannten Flip-Zone ja, zu einer Unterstützungszone geworden. Die hat gestern gehalten. Heute wird sie jetzt hier nochmal angelaufen. Na, was wir jetzt aber sehen wenn wir hier mal in den Stundenchart gehen zum Beispiel und uns das Ganze mal ähm, in der Intraday-Variante anschauen, ja, dann sehen wir, dass wir hier momentan nur einmal diese fallende Trendlinie hier haben und auf der anderen Seite haben wir hier eine steigende Trendlinie. Das heißt, wir laufen hier gerade in so ein Dreieck. Na. auf den 4 Stunden. Ja. So, ja, auf dem 4 Stunden sieht man es noch ein bisschen besser. Wir laufen also hier in so ein Dreieck. Das heißt, wenn wir jetzt hier nach unten rausbrechen, unter 4575 Punkte, dann war das, was wir hier nach oben gesehen haben, ein Fehlbreakout. Das wäre sehr, sehr ungünstig. Dann haben wir durchaus Platz, die nächsten Unterstützungslevel anzulaufen und die nächsten Unterstützungslevel, die liegen dann irgendwo hier bei 4.540, danach hier unten bei äh, 4.515 ungefähr und äh, ganz am Ende haben wir dann hier unten noch mal den Bereich 4.420 bis 4.440, also von diesem Hoch hier bis ähm, an dieses Tief. Ja, das ist also auch noch mal ein wichtiger Unterstützungsbereich. Die sind dann durchaus alle möglich. Solange wir aber innerhalb äh, in diesem Bereich 4575, 4580 spätestens drehen und dann dieses Dreieck nach oben verlassen, dann denke ich, dann hat sich das ganze Bild deutlich aufgehellt. Ähm, dann sieht das sehr, sehr viel bullischer aus. Im Moment ist es erstmal nicht so positiv. Ne? Wir sehen das hier im 4-Stunden-Chart. Die Stochastik hat hier negativ gekreuzt, kommt jetzt hier auch ziemlich kräftig nach unten. Das ist ein typisches Anzeichen, ja, für wie hier für den Beginn einer etwas größeren Abwärtskorrektur. Werden wir sehen, ob es denn so kommt, aber erstmal sieht es so ein bisschen danach aus. Okay, also das hier jetzt im Moment ein ganz wichtiges Entscheidungslevel im SP 500. So, für den April na, haben wir gesagt, ähm, prinzipiell eher positiv. Man sieht das auch, wenn wir uns hier mal nochmal die normalen Saisonalitäten anschauen. Die kann ich hier auch nochmal kurz reinholen. Ja, das hier sind die Saisonalitäten aus dem Wochenchart. Ja, und da sehen wir eben auch hier für den Monat April na, bis Ende April haben wir hier eine relativ äh, saisonal starke Phase. Ja. Ähm, es gibt einen Wermutstropfen in dieser saisonalen Analyse, nämlich, dass wir in einem Midterm-Election-Year sind und die Midterm-Election-Years sind mit Abstand die schlechtesten Jahre äh, für den April, die wir überhaupt haben können. Also die schlechtesten Ergebnisse im Schnitt von diesen vier Wahlzyklen ähm, oder von diesen vier Wahljahren, die sich immer wieder äh, wiederholen, die, die schlechtesten Ergebnisse mit Abstand hat der April. Ja. Und, oder hat das Jahr der Midterm-Elections. Ja, und genau in diesem Jahr sind wir jetzt drin. Und das schmälert so ein bisschen die positive saisonale Aussicht, die wir eigentlich aus dem April bekommen. Die wird hier geschmälert. Wenn wir uns nämlich die Durchschnitte anschauen, so seit 2000 von den Midterm-Election-Jahren. Wir haben über alle Jahre, wenn wir uns mal den SP hier rausnehmen. Im Durchschnitt so 2,6, 2,7 Prozent Kurssteigerung über den April. Ähm, wenn wir jetzt nur die Midterm-Jahre rausnehmen, dann kommen wir gerade mal auf 0,2. Das ist also sehr wenig. Ähm, und das äh, schmälert irgendwie diesen schönen saisonalen Ausblick. Und deswegen wäre ich hier momentan auch ein bisschen vorsichtig und würde nicht einfach blind versuchen, diese Saisonalität hier irgendwo äh, umzusetzen sondern wir wollen dann tatsächlich auch sehen, dass der Markt das spielt und das kann man natürlich, wie gesagt, gut machen, indem man ähm, sich dann diese Chart-Level hier einzeichnet. Ich gehe jetzt noch mal auf den Tageschart, Na, sich diese wichtigen Level hier einzeichnet und jetzt einfach mal schaut, wie wie verhält sich denn äh, der Kurs jetzt innerhalb der nächsten zwei drei Tage und wenn wir hier dynamisch nach oben rausgehen, dann haben wir gute Karten in schönen April zu sehen. Wenn wir aber ähm, jetzt direkt nach diesem Ausbruch hier scheitern und dann, dann das Ganze damit ein klarer Fehlausbruch ist, dann sieht es natürlich deutlich weniger gut aus. Und dann müssten wir uns hier auf dem äh, Tageschart damit abfinden, dass wahrscheinlich dieses Level nochmal getestet wird. Ja, das äh, ist nämlich besonders stark, weil wir hier aus äh, zwei Zonen kombiniert eben diese unterstützungszone generieren können ja das können wir eigentlich sogar hier bis rüber ziehen Na, und äh, hier in dem bereich war es auch das alte tief also diese dieser ganze bereich hier um 4500 punkte bis runter 4550 das ist so eine 50 punkte range die kann durchaus noch mal getestet werden das wäre nicht ungewöhnlich Na, ähm, was äh, ganz nett ist also wir hatten hier dieses ich zeige das mal kurz ja dieses beschriene Death Cross also dass der 50er gleitende Durchschnitt den 200er gleitenden Durchschnitt von unten nach oben äh, von oben nach unten kreuzt Ein super bärisches Signal ja aber wenn wir uns das hier mal anschauen das ist mal wieder genau am Tief passiert und seitdem äh, kennt der Markt im Prinzip nur eine Richtung. Und deswegen achte ich da auch äh, überhaupt nicht mehr drauf, auf diese Death Crosses und Golden Crosses. Das ist also etwas, was mich für die Gesamtmärkte hier eher weniger interessiert. Okay. Also das äh, erstmal zur Saisonalität und zu dem, was für den April zu erwarten ist. Und dann hatten wir hier äh, im Februar, Anfang Februar haben wir uns das Ganze hier angeschaut einen äh, saisonalen Trade für Öl und hatten hier gesagt, hey, bei einem Einstieg am 11.02. und einem Ausstieg am 20.04. konnte in den letzten 20 Jahren bei einer Haltedauer von 48 Tagen ein durchschnittlicher Gewinn von 14,8% erzielt werden. Und damit schauen wir jetzt hier nochmal auf den Ölpreis vor diesem Hintergrund. Wir haben hier den Ölpreis. Auf Tagesbasis, ja, und wenn wir uns jetzt mal anschauen, 11. Februar, das war ungefähr hier unten so bei 90 Dollar. Ähm, wenn man diesen Trade umgesetzt hat, dann war man hier schon sehr, sehr heftig im Gewinn, wäre jetzt wieder viel von dieser Strecke zurückgekommen. Das geht dann natürlich auch irgendwo in die Richtung Trade Management. Das macht halt keinen Sinn, wenn man Öl bei 90 gekauft hat und da war jetzt bis 130 Dollar hier mit dabei, sich die komplette Range hier auch wieder abnehmen zu lassen. Das macht einfach wenig Sinn. Dementsprechend werden die meisten, die das umgesetzt haben, schon irgendwo mit einem Profit raus sein oder zumindest vielleicht hier oben in diesem Bereich um 120 mal die Hälfte mitgenommen haben. Denn wenn wir uns anschauen, durchschnittlicher Gewinn über diese Zeit hatten wir gerade gesehen knapp 15 Prozent. Und wenn wir jetzt hier von dem, von dem Februar Marker hier mal auf ungefähr 15 Prozent gehen, ja, dann liegen wir so bei 102 Dollar. 102 Dollar wäre das durchschnittliche Ziel gewesen. Und jetzt waren wir hier aber schon mehr als das Doppelte dieser Strecke gelaufen. Ja, hier oben waren wir bei 30 Prozent und hier waren wir bei 40 Prozent und im Top waren wir bei 46 Prozent Kursgewinn. Das heißt das Dreifache von dem, was äh, statistisch äh, im Durchschnitt in dieser Zeit gemacht wird und da sollte man auf jeden Fall irgendwie zumindest ein paar Gewinne sichern. Wenn wir uns die aktuelle Phase jetzt hier anschauen, dann sieht das so aus, wir haben hier einen schönen intakten Aufwärtstrend, bis wir dann halt hier in diese parabolische äh, Panik Aufwärtsbewegung quasi gegangen sind, die ist dann eben auch wie es für eine Parabel üblich ist, sehr extrem wieder abgebaut worden, hat nochmal im Prinzip dieses Support-Level hier unten bei 95 Dollar getestet und dann sind wir hier wieder sehr schön nach oben gelaufen. Dass wir jetzt hier wieder deutlicher nach unten kommen, gefällt mir eigentlich nicht so gut. Ich zeichne mal kurz die Situation ein, wie sie jetzt hier ist. Wir haben nämlich hier ein Dreieck im Moment. Das ist ein ziemlich klares Dreieck. Und jetzt ein Ausbruch unter diese Dreiecksbegrenzung und unter das letzte Tief hier und damit dann eben auch unter den 50er gleitenden Durchschnitt, das wäre alles andere als positiv, zumindest für diejenigen, die Öl-Long sind. Das wäre halt positiv für die, die gerne wieder günstiger tanken wollen und die vielleicht auch ihr Zuhause wieder günstiger beheizen wollen. Also fallende Rohölpreise wären für die Gesamtwirtschaft natürlich positiv. Für die Preisentwicklung wäre das hier ein sehr negatives Szenario. Und die Kurse fallen natürlich heute nicht ohne Grund, sondern wir haben über Nacht hier die Nachricht gekriegt, dass die Amis wohl weitere 180 Millionen Barrel von ihrer strategischen Rohölreserve freigeben wollen. Das Ganze ist hier schon zweimal passiert. Das erste Mal hier. Zu diesem Zeitpunkt, Und da sind ungefähr 60 Millionen Barrel freigegeben worden. Und das hat am Anfang erstmal gar nicht gezündet. Und ein, zwei Tage später kam dann die Reaktion darauf. Das war eine deutliche Bewegung. Da ist der Ölpreis hier tatsächlich um 20 Prozent zurückgegangen. Kann man aber jetzt auch sagen: Hey, naja, wir waren hier ja schon innerhalb eines intakten Abwärtstrends. Der hat sich hier einfach nochmal ein bisschen fortgesetzt. Ja. Das zweite Mal, also das erste Mal hatten wir es hier. Das zweite Mal hatten wir es hier. Ähm, auch da sind ähm, insgesamt 60 Millionen Barrel freigegeben worden. Davon sind damals, glaube ich, 30 Millionen von den Amis gekommen und 30 Millionen von den restlichen äh, Industrienationen. Das waren also auch nochmal 60. Und jetzt haben wir hier zu diesem Zeitpunkt ja die äh, Info bekommen, dass es wohl nochmal 180 sein sollen aus den us-reserven und da kommen vielleicht auch noch mal reserven aus anderen industrienationen dazu. das ist natürlich klar dass solche nachrichten erstmal kurzfristig auf den preis drücken. wie lange das jetzt bestand hat wird sich zeigen. wie gesagt heute war ja noch die opec-konferenz. da habe ich jetzt wie gesagt noch keine ergebnisse zu. werde ich aber gleich mal nachschauen wie sich das Ganze da entwickelt hat. Vielleicht sind da auch die Fördermengen nochmal deutlich ausgeweitet worden. Das würde natürlich auch dazu beitragen, dass der Ölpreis weiter schwach gehen könnte. Aber prinzipiell sind natürlich diese Freisetzungen von strategischen Reserven eher so, naja, Kurzfristeffekte, die wir da kriegen können. Ja, das ist also typischerweise nichts, was wirklich langfristig wirkt. Und das sehen wir ja auch an der Bewegung, die wir hier bekommen haben, an der Bewegung, die wir hier bekommen haben, ja, da war das mehr oder weniger ein Tropfen aus dem, auf dem heißen Stein. Und ich befürchte, ähm, dass das Ganze jetzt auch wieder ähnlich laufen könnte, dass wir erstmal jetzt hier so eine Panikbewegung nach unten haben, ja, viele aus ihren Longs schnell ausgestiegen sind und ähm, dass sich das aber dann relativ zügig auch wieder relativieren könnte. Wir haben natürlich nach wie vor hier unten, ja, das große Unterstützungslevel. Um 95 Dollar, solange wie das hält, ist auch prinzipiell erstmal nicht groß was gegen äh, diesen Aufwärtstrend äh, zu sagen. Wir können uns hier auch noch mal anschauen. Na, das ist so ungefähr die Trendlinie. Ja, also ein Unterschreiten, wie wir es eben schon gesagt haben, dieses Levels hier, das ist ja im Prinzip auch die untere Begrenzung von dem Dreieck, die wir uns gerade angeguckt haben, mehr oder weniger. Also ein Unterschreiten dieses Levels des letzten Tiefs hier und ähm, dieses 50er gleitenden Durchschnitts, das wäre sehr sehr ungünstig. Wir hätten dann hier im, im Bereich kurz darunter noch meine Auffangzone. Sollte die auch nicht halten, dann müssen wir natürlich schauen, bis wohin das Ganze sich dann bewegen kann. Und dann haben wir hier erstmal einen Rücktest von diesen alten Hochs auf der Uhr so ungefähr bei 85 Dollar. Das sind also alles Dinge, die durchaus möglich sind. Genauso könnte es aber auch sein. Dass wir das Dreieck nach oben verlassen und dann relativ schnell auch diesen Bereich hier oben nochmal anlaufen. Auch das würde ich im Moment nicht ausschließen. Also extrem hohe Wohler im Ölpreis. Das Ganze kann in beide Richtungen laufen: hier runter bis 85 oder auch nochmal rauf. Erstmal hier bis so 115 und im zweiten Zug vielleicht sogar auch nochmal bis 130. Also Öl sehr, sehr schwierig im Moment, wie ich finde, hier zu handeln. Okay. So, das war im Prinzip das, was ich hier für heute zeigen wollte. Und ja, damit bleibt mir im Prinzip nichts weiter, als mich zu verabschieden, zu bedanken dafür, dass ihr dabei wart. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch am Dienstag um 14 Uhr wieder mit dabei seid. Alternativ natürlich auch gerne bei meinem netten Kollegen, dem Mike Seidel, jeden Morgen um 8.30 Uhr in den täglichen Morgenanalysen. Bis dahin. Macht's gut, erfolgreiche Trades, bis zum nächsten Mal und bye bye.